Hey Leute, ihr habt das Problem mit dem sogenannten Blue Screen of Death. Der Computer lässt sich noch nicht mal mehr ausschalten. Ich zeige euch, wie ihr den Computer ausschalten könnt und das Problem mit dem Blue Screen lösen könnt. Ja, wenn der Computer also nicht mehr auszuschalten geht, dann drückst du den Power-Button einfach mal für ca. 10 Sekunden und dann wird der Computer heruntergefahren. Also drücken, 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 bis du merkst, dass er ausgeschaltet hat, dann lässt du den Power-Button kurz los und drückst ihn noch einmal an und dann fährt der Computer wieder hoch und signalisiert dir, dass hier beim Herunterfahren ein Fehler passiert ist. So, dann beim Starten drückt ihr die ganze Zeit die Entferntaste entsprechend, sodass ihr hier ins BIOS gelangt. Im BIOS könnt ihr dann zum Beispiel festlegen, von wo aus der Computer starten soll als erstes. Wenn er eben nicht mehr von der Festplatte aus richtig startet, dann könnt ihr hier in den Bereich Boot gehen. Das BIOS ist natürlich in jedem Computer oder PC anders aufgebaut. Und hier könnt ihr dann einstellen, dass die erste Bootoption zum Beispiel eine CD, ein DVD-Laufwerk sein sollte. Dann stellt ihr da einen bootfähigen Datenträger ein. Oder ihr schiebt hier oben entsprechend rein, dass es ein USB-Stick sein soll. Ja, dann würde man hier diese beiden disablen. Diesen hier auch noch disablen, meine Festplatte. Ja, und dann wäre eben die Option hier, dass USB-Harddisk zum Beispiel entsprechend die erste Boot-Option wäre, wenn ihr das Ganze gemacht habt, speichern und dann Exit. Ja, ansonsten ist auch eine Möglichkeit noch, nachdem ihr den Computer über das Halten des Power-Buttons ausgeschaltet habt, den einfach mal neu zu starten, gar nicht in das BIOS reinzugehen. Das wäre der erste Schritt, den ich ausprobieren würde. Oft ist es nämlich so, dass der Computer ganz normal wieder dann im Windows startet. So ein Blue Screen, der kann auch immer mal dann auftauchen, wenn zum Beispiel der Computer abrupt vom Strom genommen worden ist. Zum Beispiel habt ihr den Netzstecker gezogen oder den Netzstecker am Netzgerät ausgeschaltet, weil er vielleicht ungeduldig war oder es hat einen Stromausfall gegeben. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn das nicht mehr richtig startet, hier einen anderen bootfähigen Treiber einstellen bzw. Laufwerk und dann von da aus starten und gucken, was am Computer nicht mehr passt. Ihr könnt so dann in den abgesicherten Modus gelangen und dann Programme wie ScanDisk, CheckDisk oder sowas durchlaufen lassen und mal schauen, woran es liegt. Oft hilft das schon. Ich hoffe, dass euch dieses Video helfen wird. Ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.